Hallo Leute, heute möchte ich euch mal mit einem weiteren Tutorial beglücken. Heute zeige ich euch nämlich mal, wie ihr eine Game Engine schreibt. So, dazu habe ich hier das richtige Programm schon mal rausgesucht, den Editor. So, das hier ist eigentlich ganz einfach. Zuerst das E-I-N-E, dann Leertaste, dann Game, nochmal Leertaste, dann Engine. So. Jetzt habt ihr eine Game Engine geschrieben und wenn ihr die Game Engine in C Sharp schreiben wollt, macht ihr das gleiche nochmal und dann sucht ihr eure Brille, zieht diese an, öffnet den Editor und wenn ihr die Brille dann anhabt, dann könnt ihr ja besser sehen und deshalb schreibt ihr das auch in C Sharp. Also einfach nochmal eine Game Engine. Hoppla. Das Ganze speichern wir dann wieder. Gehen zurück auf den Desktop. Und jetzt habt ihr eine Game Engine geschrieben. In einer normalen, also einmal in Java und einmal in C Sharp. So einfach geht das. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Tutorial.